ist die islamische Ehe eine Verpflichtung für einen Mann und eine Frau. Das ist in einem Fall Sunnah, in einem Fall Sunnah, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inni atazawwaj minan nisa, ich heirate die Frauen, das ist Sunnah. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der heiratet oder der Abd, der heiratet, so hat er die Hälfte seiner Religion erfüllt. Das heißt, das ist eine Sunnah. Aber wann wird es zur Pflicht? Zur Pflicht wird es, wenn er befürchtet, dass wenn er nicht heiratet, zum Beispiel zur Sünde geleitet wird. Dann in diesem Moment ist das eine Pflicht und er muss heiraten, damit er nicht diese Sünde macht. Wallahu ta'ala ala. Was heißt, der muss heiraten? Natürlich sollten trotzdem die Umstände stimmen. Und heutzutage würde ich gerne eine Klammer auf und Klammer zu machen. Es gibt Leute, die dürften eigentlich gar nicht heiraten, weil sie verantwortungslos sind, keine Religion besitzen und die Eltern wollen diese Kinder schnell loswerden. Ist bekannt auch warum, weil diese Leute ihnen auch nur Probleme machen. Und dann, subhanallah, verlagert er von diesen Kindern, die er hat, die verlagert er in einen eigenen Haushalt mit einer Frau und sie machen die Frau kaputt. Und heutzutage, die Mädchen nehmen sehr viel, oder beziehungsweise die Frauen nehmen sehr viel von den Männern an. Das heißt, wenn der Mann unerzogen ist und wenn der Mann sich die perversen Filme und perversen Bilder anguckt und wenn der Mann das Üble macht, dann wird die Frau ihm in vielen oder oft nachmachen. Das ist so. Ich meine, wir sind doch in der Dawah. Wir hören heute, dass so viele Mädchen sich mittlerweile diese Filme angucken. Mädchen. Von wem haben sie das? Von den Männern. Und die denken, das ist Liebe, was sie sehen. Was diese Feinde Allahs machen an Filmen. Wallah subhanahu wa ta'ala sagt, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Und diejenigen, die ihren Gelüsten folgen, wollen, dass ihr in die Irre geht. Mit was? Mit diesen Filmen, mit diesen Musikvideos, mit diesen Drogen, mit diesen Sachen, die süchtig machen. Die wollen, dass ihr in die Irre geht. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch aber vergeben. Manche Leute sagen, die Vergebung Allahs ist beiseite gestellt. Ich möchte lieber denjenigen folgen, die mich in die Irre führen. Und subhanallah, so siehst du, so viele Mädchen gucken sich mittlerweile diese Filme an.